noch ein paar Nachzügler, die dann nochmal blühen. Noch dieses Veilchen. Und die kleinen, wo ich nicht weiß, was es ist. Ringelblumen. Das sind ja auch die Samenkapseln. Die werden nächstes Jahr hier das Gelände. Deshalb heißen die auch Ringelblumen, weil die Samen so geringelt sind. Die werden hier das nächstes Jahr das Gelände zumachen. Was das ist, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich gedacht, eine Jungfrau im Grünen, aber bisher blüht sie noch nicht. Das ist ganz schön hoch, wenn man schaut. Auch die Rose blüht zum zweiten oder dritten Mal jetzt schon. Immer wenn es viel regnet, kommt sie nochmal. Da sind weitere Ringel, Blumensamen. Was ich letzthin hier drin entdeckt habe, ich dachte eigentlich, hier könnten vielleicht Hummel einziehen. Mal gucken, wenn wir Glück haben. Ne, ist leer. Aber man sieht hier das Nest. Und letztes Mal, wo ich hier aufgemacht habe, war eine Spitzmaus drin, vielmehr zwei. Aber wahrscheinlich hat ihnen das nicht gefallen, dass ich da aufgemacht habe. Es hat reingeregnet, kann eigentlich auch sein. Na, ist halt wieder zu. Eigentlich war der Plan ein ganz anderer. Ich dachte, hier geht vielleicht eine Hummel rein und dann in den anderen Topf. Aber das war nicht der Fall. So, meine Kamera ist auch wieder ziemlich im wahrsten Sinne. Die überwacht mein Grundstück. Ob die Füchse da sind, waren. Und in letzter Zeit war hier auf dieser Seite kein Fuchs. Schönes Spinnennetz. Ich weiß nicht, ob man sieht. Das ist der Altweibersommer. Dann hat man früher immer gedacht, das wären die Haare der alten Frauen, die silbrig glänzend durch die Luft fliegen. Also so hat man es bei uns halt erzählt. In Wirklichkeit waren das natürlich die Spinnen, die ihre Jungen auf die Fäden setzen und dann in die Luft schießen. Hier die Andenbeere blüht jetzt. Ich sage 21. September. Die habe ich heute geerntet. China Monster. Und von denen habe ich auch ein paar geerntet. Aber da kommen noch viele, da hinten kommen welche. Und die sieht ja lustig aus, gerade die Hälfte. Und da ist es jetzt ruhig geworden, da ist natürlich nichts mehr. Da habe ich heute noch mal ein paar Röhren reingesteckt, um das zu stabilisieren ein bisschen. Oh, jetzt habe ich mich gestochen. Schaut euch mal die Stacheln da an. Ist natürlich zu spät. Aber lieber spät wie gar nicht. Ja, ja, Toshi, ja, was ist denn los? Was gibt's zu schreien? Ja, mein Süßer. Seit er draußen sein kann, ist er ganz anders geworden.
War ja reine Wohnungskatze. Hier blüht die China Monster auch. Hier. Aber die werden halt nichts mehr. Das war letztes Jahr das gleiche. Die kommt so spät. Ich zeige es euch mal im Gewächshaus. Upsa. Die habe ich gar nicht gesetzt dieses Jahr. Das sind wahrscheinlich welche runtergefallen. Hier, wenn man da zwischendurch filmt, ich habe heute halt abgeerntet. Das ist alles China Monster da hinten. Auch hier. Die blühen so in Wolken. Und dann kommen nicht alle, aber viele. Und die schmecken echt gut. Hier auch. Hier. Gehen relativ wenige, werden bestäubt oder bestäuben sich selbst. Was jetzt hier totaler Flop war, da habe ich auch zum letzten Mal gemacht, jetzt dieses Jahr, ist die Aubergine. Die fängt jetzt hier an zu blühen. Und das ist nicht nur eine, sondern es sind alle so. Hier ist eine. Keine Blüten. Hier ist eine. Keine Blüten. Hier ist ein Paprika. Nichts geworden. Die sind alle irgendwie abgefressen worden. Also das war nichts. Hier ist auch ein Paprika. Da hängt jetzt eine. Eine Paprika, zweite Paprika hängen da drin, aber halt werde ich nicht mehr machen hier drin. Muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ja, und hier geht es langsam auch dem Ende zu. Ich hoffe inständig, dass die alle noch reif werden. Schaut euch mal die Apparate an. Und wenn jetzt der Herbststurm kommen würde, dann ist natürlich das alles Geschichte. Aber wenigstens die großen, da hätte ich noch gerne. Eigentlich geht es ja schnell, wenn es mal loslegt. Aber ich glaube, die werden nichts mehr. Sieht man auch der Pflanze an. Was ich dieses Jahr bisher gar nicht habe, ist Braunfäule. Hier ist meine Petersilie, die habe ich vor kurzem richtig runtergeschnitten. Und da versteckt sich auch ein Paprika drin. Die zwei Paprika, ihr seht ja, nichts geworden. Und jetzt plane ich hier praktisch ein Knoblauchbeet. Da wo die Karotten sind und so, also die ganze Seite, also das ganze Beet soll Knoblauch werden. Letztes Jahr war ja hier ein bisschen Knoblauch. Dann muss ich halt die Karotten dann noch mal rausholen. Fette Henne, Sonnenblume ist auch fertig. Heute ist bullig heiß, ich sag's euch. Fast nicht zu glauben. Und morgen bringen sie auch noch mal ein bisschen. Unser Sonntag ist der Herbstanfang, 22. Da bringen sie auch noch mal ein bisschen Wärme. Und dann soll ab Donnerstag dann der Herbststurm einziehen. Was ich mit dem Pfirsich mache, weiß ich auch noch nicht. Jetzt lasse ich ihn halt mal überwintern im Topf. Da hängen auch schöne Paprika. Jetzt muss man ein Auge behalten, dass die Schnecken nicht rangehen, sonst sind sie futsch. Ja, und sonst geht das Jahr so langsam dem Ende zu. War ein gutes Jahr. Viel Ernte. Die
Wie heißen die wieder? Nicht Okra, so ähnlich. Ich gebe nur die Knollen im Boden, die warte ich, bis es der richtige Frost mal drüber gefahren ist. In diesem Topf, Jakun, jetzt fällt mir der Name ein, das sind die Jakun. Mal schauen, die gibt es dann immer ins Müsli. Freue ich mich auch schon drauf. Ja, noch ein Blick über den Schwarzwald. So kann es bleiben, noch eine Weile. Sonntag, 22.09. Herbstanfang. Oh, das sind Bohnenblätter. Was ich euch zeigen wollte, wären diese Linien hier. Wahnsinnig, oder? Wie an der mit einem Lineal gezogen. Noch früh am Morgen. Da unten gibt es ein bisschen Morgenrot. Morgenrot, Morgenrot, schlecht, Wetterrot. Ah, hier sieht man die Linien sogar noch ein bisschen besser. Der Mond ist auch noch da. Schon irgendwie krass. Es war 7:30 Uhr, was die Kirchturmuhr da geschlagen hat, im Tal unten. Jetzt hoffe ich, dass ich da keinen Schmutz auf der Linse habe. Und ich sehe da was. So, jetzt habe ich eben ein paar schöne Karotten geerntet. Es sind noch etliche drin, aber die brauche ich heute zum Mittagessen machen. Und ich muss ja mein Knoblauchbeet leer bringen. Ja, jetzt bewölkt es langsam. Und jetzt habe ich gerade noch gesehen, dass ich was ernten sollte. Und zwar, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber schaut euch mal den Brummer an. Das ist ein Weißkohl. Und jetzt als Vergleich meine Hand dazu. Und daher wird jetzt nämlich mit rein, bevor es regnet. So, da haben wir den Weißkohl. Den man jetzt nicht sieht. Ein bisschen das nicht ein schönes Teil. Also da kann man was draus machen. Wunderbar. Die Sachen, die verarbeite ich natürlich auch zu Mulch oder Kompost, je nachdem.